Ja, Hallöchen, da sind wir wieder zurück bei Police Quest. Hallöchen, Jungs. Hey, Hi. So, wir müssen jetzt irgendwas finden, wie wir das verhindern können, dass der Hoffmann auf Kaution rauskommt. Und da gucken wir uns erstmal hier das Clipboard an. So, mal schauen, ob da irgendwas von Relevanz hängt. Hey, guck mal da. Ja, das sieht doch aus wie der Typ. Und da steht's doch, Hoffman Christian benutzt er. Hoffmann, ja. Hoffmann, das ist er. Jason Tesselli. Er war Sollen wir jahrzehntelang mitnehmen? unter dem Falschnamen Dustin Hoffman unterwegs. Boah. Ah ja, und da, guckt mal. Has tattoo of a flower above left nipple. Das ist doch unser Mann. Das ist er. Da musst du mitnehmen, das Zeug. Das Ja, wird das ihn müssen wir dann. der Richterin vorführen. Ich Aha! finde es fast schade, Ah. dass man den Nippel nicht auf dem Fahndungsfoto sieht, Ja, obwohl das ist das so natürlich sehr wichtig ist. schade. Damit hättest du deinen sexistischen Kommentar wie bei jedem Video wieder eingestreut. Ja, was muss, das muss. So, und damit ihr uns das glaubt, dass der das ist, müssen wir auch noch mal hier ihr den Hoffmann, die Hoffmann-Akte zeigen, wo drin steht, dass er auch dieses Tattoo hat. Schauen wir da noch mal rein. Da haben wir es auch. Tattoo small flower above left nipple. Gut. Take file. So. Dann schnappen wir uns Alles noch noch so die. schön, Bitte was? alles so schön alt, alles so schön altmodisch hier. Also alles noch mit Akten und so, kein Computer, nix. Das ist richtig schön Da war die oldschool. Welt noch in Ordnung, Mann. Oh. Sonny, ich habe gerade einen Anruf aus dem Gefängnis bekommen. Hoffmans Anwalt ist auf dem Weg dahin und mit einer 500.000 Dollar, um ihn rauszukautionieren. Wenn du irgendwas gefunden hast. Wenn du irgendwas gefunden hast, das wir benutzen können, um den Den im Knast. Arsch. Was? Um den Oder? Lutscher Richtig? Genau, festzuhalten. den Lutscher. Ja, dann ist nun die Dann ist Zeit jetzt gekommen, um das zu Zeit zu benutzen. benutzen. Haben wir ja schon eigentlich. Wusste gar nicht. Übrigens fand ich das Wort heraus zu Dingsbums, jetzt habe ich es vergessen, auch sehr witzig. Herauszukautionieren, habe ich gesagt. Rauszukautionieren. Polizeislang. Richtig. So, wir fahren jetzt in Knast. Da Ich gehören habe wir da eine hin, andere du. Idee. Wie war das? Da war doch einer mit 500.000 Dollar gerade unterwegs. Ah, wir brauchen die Schlüssel. Nee, ich habe vergessen, die anderen Schlüssel vom Streifenwagen zurückzupacken. Ach so. Oh nee. Ja, aber wir können ja theoretisch auch den anderen abfangen mit der 500.000 und dann einfach den Job sein lassen hier. Können wir auch machen, ja. Okay. Aber ich glaube, das Spiel gibt wahrscheinlich einem noch nicht die spielerische Freiheit, solche bösen Pfade einzugehen, ne? So wie heute. Er ist richtig. Ah, es ist wieder. So, da ist unser geiler Undercover-Wagen. Ich weiß gar nicht, müssen wir da auch diesen Vehicle Safety Check machen? Ich mach's einfach mal. Einmal rum, oder Ja, wie? weil sonst bleibt das auch hier. Genau, siehst du? Having performed the prescribed walk-around safety check for your vehicle, you're now ready to hit the streets. Weil wenn man das nicht macht, dann bleibt der Wagen hier direkt vor der Station liegen. Ach nee, oder? Yes. Ich habe gedacht, du kriegst Und da eine Zufall. Bombe unten drunter oder so, wie man es kennt aus den Filmen. Und du gehst dann gleich drauf. So, jetzt speichern wir mal kurz. Ach Quatsch. Weil man kennt es ja mit den Explosionen hier. Also dieses Autofahren, also am besten finde ich es echt im zweiten Teil gelöst, wo man dann einfach sagt, drive to bla 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 und dann ist gut. Ja, also den zweiten Teil habe ich ja auch gespielt und da gab es den ganzen Mist gar Ja. nicht. Brav anhalten an der Ampel. Aber du bist auf der Gegenspur, oder? Sehe ich das wieder Nee, das falsch? ist, siehst du falsch. Aha, wenigstens wisst ihr, wer wir sind. Ich habe keinen Plan. So, da sind wir. Ah, das. Ein Parken hat aber direkt geklappt. Da habe ich auch schon gesehen, dass du schon ein paar Mal da rumgedonkt Ja, bist. ich hatte auch erwartet, dass wir gleich explodieren oder so, aber Gott sei Dank nicht. Das ist dann vielleicht doch die Bombe unter dem Auto gewesen, die wir nicht gefunden Das haben. ist natürlich auch geil. 30 Zentimeter weg vom Bordstein geparkt und du gehst sofort. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Hm.
Talk to Judge. Ich bin, es tut mir leid, aber Kim Palmers, ja, sie hat, sie, der Court ist gerade in Session, also sie hat gerade eine Verhandlung am Laufen. Ja. Gerade eine Session, Alter. Ask no bail warrant. Ich kann nur unterbrechen in einem extremen Notfall. Ist an emergency. Bitte warte kurz. Ich werde gleich dem Bailiff eine Nachricht geben. Gut. Dem Gerichtsdiener. Danke. Mir fallen doch diese Worte immer nicht ein. Kenne ich das Problem, kenne ich. Der Gerichtsdiener sagt, dass Judge Palmer dich sehen wird, wenn du es schnell, wenn du es schnell machst. Gehen Sie in den Gerichtssaal. Ja, dann machen wir das doch mal. Oh. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Haha. Oh. Der sieht voll retro aus, bestimmt. Richterin Palmer haut mit ihrem Hämmerchen. Still, ich will Mr. Bonds Anfrage in Betracht ziehen. Sie können sich nähern. So. Mr. Bonds, für wen oder was ist ja der Warrant? Hoffman. Und welche Informationen haben Sie, die das ja rechtfertigen könnten? Ja, die Akte Richtig, natürlich. Moment, erstmal. Den Haftbefehl. So, jetzt haben wir ihr die Liste gegeben. Jetzt will sie aber noch was haben. Show. Jetzt halt doch mal die Fresse. Give file. Hey, Richterin, halt das Bild an! Und wo Pfeil? So. Sie geben bei dem Gerichtsdiener mal die, den Evidence. Dein Herz rast, als die Richterin, ja, sich das anguckt, den, also den Beweis. Und du denkst zu dir selbst, dieser Punk kann nicht frei hier rausgehen. Warum denken Sie, dass diese zwei Männer die gleiche Person sind? Tattoo. Naja, wegen dem Richtig. Tattoo. Genau. Das hätte ich jetzt auch gerafft. Guck dir den Nippel an, Baby. Der Gerichtsdiener und der Gerichtsreporter würgen und ja, squirmen, als sie versuchen, ihr Lachen zurückzuhalten, während du ruhig. Während du der Richterin ruhig von dem, der Geschichte von den Tattoos und den Nippeln erzählst. Das war schön übersetzt, ja. Ah, das ist doch auch wieder genau mein Richtig. Milieu. Ja, eigentlich müsstest du die Sachen spielen. Ja. Die Richterin versucht, ihre Kichern zu unterdrücken, aber versagt. Richterin Palmer flüstert, weich zu dir. Well, Mr. Bonds. Es sieht so aus, als sitzt Ihr Freund richtig in der Scheiße. Sie unterdrückt ihr Lachen und sagt: Gratulation, Mr. Bonds. Ihre Anfrage ist stattgegeben. Cool. Hier ist ein No-Bail-Warrant ausgestellt auf den Namen Jason Tasselli, auch als Marvin Hoffman bekannt. Gut. Damit haben wir den Sack. Hier, Mr. Bonds, ich hoffe, es ist nicht zu spät. Tassellis Anwalt ist gerade im Gefängnis. Und versucht ihn zu befreien. Ja, da müssen wir uns beeilen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn die Zeit ist auch schon wieder rum. Also, bis demnächst. Ciao, ciao.